Der Wordseed Podcast. Coaching für die Hosentasche. Weil Worte mehr sind als Sprache. Dein Host Lisa begleitet dich als Therapeutin und Coach auf deiner Lebensreise. Bist du bereit? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Wordseed Podcast. Ich freue mich so sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute habe ich dir 50 Sätze für deinen Start in den Tag vorbereitet. Ich habe so wundervolle Nachrichten von euch bekommen bis heute zur 49. Folge. Dort habe ich dir 60 Sätze für deinen Alltag mitgebracht in der ersten Staffel des Wordseed Podcasts und es hat euch so gut gefallen und einige von euch haben mir auch erzählt, dass sie das als Routine in ihren Alltag etabliert haben, zum Beispiel um morgens mit diesen 60 Sätzen in den Tag zu starten, und es hat mich so sehr gefreut, dass ich mir Gedanken gemacht habe, wie ich euch vielleicht etwas Neues anbieten kann. Und da sind 50 kraftvolle und gesunde Sätze für deinen Start in den Tag entstanden, dass du sie zum Beispiel ganz bewusst morgens in deine Morgenroutine etablieren kannst, die Augen schließt und sie einfach für dich anhörst oder sie dir anhörst und für dich leise oder in deinen Gedanken wiederholst oder bei deiner ganz normalen Routine des Fertigmachens morgen und des Frühstückens, dass du dir diese 50 kraftvollen Sätze anhören kannst, um genau diese Botschaften mit in deinen Tag zu nehmen, um dich schon morgens darauf zu fokussieren und dich dem positiven Worten und Sätzen auszurichten, um einen gelungenen Start in den Tag zu haben. Ich freue mich so sehr, dass du dich jetzt dafür entschieden hast, wertschätzend, achtsam und bewusst in den Tag zu starten. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge. Heute wird ein guter Tag. Jede Erfahrung, die ich heute machen werde, wird mir dienen. Ich zelebriere die Einmaligkeit des Tages und meiner selbst. Jede Herausforderung lässt mich wachsen und wird mir dienen. Ich erlaube mir, mit Leichtigkeit und Freude durch den Tag zu gehen. Ich achte und schätze meine Lebenszeit. Ich heiße den neuen Tag mit all seinen Stunden willkommen. Ich entscheide mich dafür, den Tag für mich zu nutzen und das zu erschaffen, was ich erschaffen möchte. Ich nutze den Tag, um noch mehr bei mir anzukommen und mein authentisches Selbst zu leben. Ich achte auf mich. Ich sehe gesunde Worte im Innen und Außen. Ich begegne mir und anderen mit Respekt und Wertschätzung. Ich erlaube mir heute, Neues zu lernen und die Erkenntnisse mit Stolz zu tragen. Meine Atmung ist mein Anker ins Jetzt. Ich entscheide mich bewusst dafür, heute glücklich und zufrieden zu sein. Mit dem heutigen Tag nähere ich mich
meinen Zielen und Träumen. Ich bin genau richtig, so wie ich bin. Heute fokussiere ich mich auf meine positiven Gedanken. Ich bin voller Energie. Ich bin die Quelle meiner Zufriedenheit. Ich vertraue darauf, dass der Tag heute für mich sein wird. Ich bin mit meiner Aufmerksamkeit im Jetzt und Hier. Ich bin bereit, heute Schönes zu erleben. Ich begrüße den Tag mit Liebe. Ich treffe heute bewusste Entscheidungen in Leichtigkeit. Ich öffne mich für neue Inspirationen. Ich verbringe den heutigen Tag in Freude, Leichtigkeit und Liebe. Ich bin stark. Mein Leben ist wundervoll. Ich darf heute wachsen, aufblühen und mich weiterentwickeln. Ich gehe voller Freude und Leichtigkeit durch den Tag. Ich vertraue mir und meinem Potenzial. Ich bin gutmütig zu mir selbst. Ich begegne dem Tag mit Gelassenheit, Freude und Neugier. Ich genieße die Geschenke des Tages. Ich nutze meine Lebenszeit bewusst. Ich sorge liebevoll für mich. Ich nehme mir bewusst Zeit. Ich achte auf meine Gedanken, Worte und Handlungen. Ich begegne mir mit Wohlwollen. Ich freue mich, den Tag mit mir verbringen zu dürfen. Ich surfe auf der Welle des Lebens. Ich lasse den Druck und die Erwartung los und gebe mich dem Fluss des Lebens hin. Ich bin bereit, den Tag zu genießen. Meine Zeit ist jetzt. Ich darf heute richtig glücklich sein. Ich zeige der Welt und mir mein Leuchten. Ich achte auf meine Bedürfnisse. Ich bin bereit.
Heute ist ein guter Tag. Das waren die 50 gesunden Worte, Affirmationen für deinen Start in den Tag. Bedanke dich bei dir, dass du dir diesen bewussten und kraftvollen Start in den Tag ermöglicht hast. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude heute, einen ganz grandiosen Tag und viel Spaß mit der Lebenszeit, die dir heute wieder zur Verfügung steht. Also, bis zum nächsten Mal, einen grandiosen Tag für dich, deine Lisa. Das war der Wordseed Podcast. Lisa freut sich schon auf die nächste Begegnung mit dir. Wenn dir der Podcast gefallen hat, hinterlass ihr doch eine Nachricht oder eine Bewertung. Text und Inhalt Lisa Holtmeier, Intro und Outro gesprochen Michael Helbing.